Hallo, ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Ich hoffe, die Kamera steht gut. Ja, ich habe was geschrieben, würde es gerne vorlesen. Ich finde, Facebook ist ein wirklich schönes Instrument. Hier kann man echt gute Sachen da lassen. Und so betrachte ich diese Möglichkeit, die heute geboten ist, eine Meinung kundzutun, etwas, was man erkannt hat. Manche nutzen das vielleicht, um miese Kommentare zu schreiben. Andere, um schöne Bilder hochzuladen von sich selbst oder der Natur oder was auch immer. Jedem das Seine, das ist richtig. Ich will ja also auch niemandem etwas aufzwingen oder verkaufen, sondern ich habe schon immer gerne geschrieben. Ich komme aus dem Hip-Hop, wollte früher Hip-Hop-Superstar werden. Und aber irgendwie habe ich gemerkt, nee, ich möchte das irgendwie doch nicht mehr so ganz. Also habe ich einfach mehr angefangen, so Sachen einfach zu schreiben, die mich wirklich bewegen. Und ich versuche dabei aufrichtig ehrlich zu sein. Ob ich das immer hinbekomme, weiß ich nicht. Aber ich versuche es wenigstens. Genau. In dem Sinne, ich finde, das ist hier eine wunderbare Plattform, um auch Gutes dazulassen. Und etwas Negatives vielleicht auch in etwas Positives umzuwandeln. Aber nur weil ich hier etwas kundtue, meine Meinung. Wie gesagt, ich koche meinen Kaffee mit Wasser. Eine Baustelle sehe ich auch hier und da in meinem Leben, aber das bedeutet nicht, dass ich nichts zu sagen hätte. Ich finde, jeder Mensch hat etwas zu sagen, jeder Mensch hat was auf dem Herzen und ich möchte diese Plattform nutzen, um andere anzuregen, zum Nachdenken bringen. Und ich rede nicht von oben herab, sondern wirklich von ganz unten. Nach oben, so wie ich bin, und hoffe, dass für den einen oder anderen was dabei ist. Tut mir leid für so ein langes Intro. Ich habe das heute vorhin so geschrieben. Ich würde das gerne vorlesen und vielleicht würde ich irgendwas kommentieren. Und ich schreibe hier wirklich aus der Erfahrung heraus. Das ist nichts Abgeschriebenes in dem Sinne. Das ist einfach das, was ich erkennen darf, erkennen durfte. Und ja, Gott zu lieben bedeutet vielleicht auch 5 Minuten am Tag mit ihm verbringen zu wollen. Man betet, spaziert mit ihm, denkt über einen Bibelvers nach oder steht im Austausch mit einer Person, die den gleichen Glauben lebt und Co. Wenn ich Gott suche, finde ich letztendlich auch, was ich brauche, denn er gibt gerne. Was ich hier ergänzen möchte, ist, wenn ich Gott suche, finde ich letztendlich auch, was ich brauche, denn er gibt gerne. Ja, und was ich gefunden habe, als ich angefangen habe, Gott zu suchen, das ist Jesus Christus. Denn da sehe ich Gott in Fülle. Das ist hier eigentlich die Aussage, die ich hiermit eigentlich machen möchte. Das findet man dann vor allem. Und auch andere Dinge findet man, das ist richtig. Aber das ist erstmal so das Kostbarste, was man finden kann, wenn man Gott wirklich sucht. Ich schreibe weiter. Also, worauf will ich hinaus? Was möchte ich im Himmel, wenn ich hier zu Lebzeiten Jesus Christus als Schmuck um den Hals trage? Also das bedeutet, er ist doch mehr als Schmuck. Nein, ich will aus der Beziehung mit Gott keine Anstrengungen machen. Also ich will damit dir auch nicht sagen, du musst krampfhaft dich so irgendwie nach Gott ausstrecken und über Leichen gehen und keine Ahnung, so übelste Anstrengungen so irgendwie daraus machen, sondern pass auf, nein, ich will aus der Beziehung mit Gott keine Anstrengung machen. Ich hatte einfach bloß diesen Gedanken im Kopf. Wenn ich doch jemanden liebe, dann möchte ich doch auch ein bisschen Zeit mit diesem Menschen verbringen. Und für mich ist Gott keine Mystik und Fabel. Er ist total greifbar durch seinen Sohn Jesus Christus. Also Gott war auch schon vor der Ankunft Christus hier auf Erden greifbar, aber als Jesus Christus gekommen ist, um zu tun, was er getan hat, wow, da wurde Gott nochmal so richtig krass uns offenbart, wie er wirklich ist in seinem Sohn Jesus Christus. Und jeder, der die 4 Evangelien angeht, zum Beispiel in der Bibel, der findet das schnell. Die Offenbarung, Erkenntnis darüber, was ich hier versuche zu sagen. Weil wer anklopft, dem wird aufgetan. Also,
Nein, ich will aus der Beziehung mit Gott keine Anstrengungen machen. Ich hatte einfach bloß diesen Gedanken im Kopf. Wenn ich doch jemanden liebe, dann möchte ich doch auch ein bisschen Zeit mit diesen Menschen verbringen. Und für mich ist Gott keine Mystik und Fabel. Er ist total greifbar durch seinen Sohn Jesus Christus. Halte ich mich an ihm fest, empfange ich den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist führt mich stückweise in alle Wahrheit Gottes. Mir fällt es momentan sehr schwer, über den Glauben zu schreiben und von Jesus zu reden. Also wie gesagt, das habe ich heute geschrieben. Es ist, wie es ist. Weil ich eine Art Strichliste geführt habe. Unbewusst, bewusst, bewusst, unbewusst, unbewusst, bewusst. Und es macht mich sehr traurig, was für Entgleisungen zusammengekommen sind. Mal wieder. Manchmal erlebt auch der Christ Phasen, als ob er den Herrn nie gekannt hätte. Als ob man vergessen hat, was er auf dem Kreuz für uns Sünder getan hat. Aber dann investiere ich wieder 5 Minuten in das Gespräch mit meinem Erlöser und die Sonne kommt wieder durch. Gespräch mit meinem Erlöser bedeutet beten. Das kann man überall tun. Zum Schluss möchte ich sagen, die Welt ist nicht Gott. Die Welt ist die Schöpfung, mein Herz. Also hier, das sage ich Sokrates hier zu mir selber, während ich das schreibe. Zum Schluss möchte ich sagen, die Welt ist nicht Gott, die Welt ist die Schöpfung, mein Herz. Suche nicht nur dich und den Applaus. Suche deinen Schöpfer. Und das nicht, weil du musst, sondern weil er dich wirklich liebt. Bis ans Ende der Welt und darüber hinaus. Und ja, hier beende ich das Ganze mit Matthäus Evangelium, Kapitel 11, Vers 28 bis 30. Das ist so meine Lieblingsstelle in der Bibel. Die ist für mich einfach alles. Hier sagt Jesus Christus im Matthäus Evangelium, Kapitel 11, Vers 28 bis 30 in der Schlachter 2000 Übersetzung von Eugen Schlachter, eine wortgetreue Bibel. Kommt her zu mir, ihr, also alle ihr mühseligen und beladenen. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und du kannst dich darauf zu 100% verlassen, dass Jesus Christus hält, was er verspricht. Niemand sucht vergeblich nach Antworten, wenn er Richtung Christus läuft und dahin sich bewegt mit dem Herzen. Das bedeutet, man bekommt Antworten, man bekommt Erlösung, Befreiung von der ganzen Sache, die so passiert ist im Leben und etwas Neues beginnt. Weil Jesus Christus so unglaublich gut ist, rund um die Uhr, nicht ich rund um die Uhr, sondern er. Das ist ein großer Unterschied. Im Johannes 3,16 heißt es halt, ich möchte das gerne nochmal kurz vorlesen und dazu eine ganz kleine Geschichte geben. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, also an Jesus Christus, an den Sohn, den Gott gab, seinen Sohn, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist sehr, sehr spannend. Kapitel 3, Vers 16 im Johannesevangelium. Und folgende Geschichte dazu. Das ist natürlich ein bisschen so jetzt, so ein bisschen, wie sagt man da, so eine, ja, einfach so eine Geschichte natürlich, einfach die eine Metapher in sich hat. Ich möchte damit etwas einfach aufzeigen. Da liest quasi einer diese Stelle und versteht nicht ganz, was das bedeutet, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern gerettet wird. Und er geht schlafen. Und im Traum trifft er dann auf einen Mann und dieser Mann sagt zu ihm: Weißt du was? Ich habe gesehen, dass du diese Bibelstelle nicht verstehst und ich habe gesehen, dass du gebetet hast vor dem Schlafengehen, dass du Erkenntnis möchtest. Nun, hier, pass mal auf, ich zeige dir die ganzen Menschen, die Schönen, die Erfolgreichen, die Normalen. Ich zeige dir, egal wen, such dir jemanden aus. Wen findest du schön? Wen findest du interessant? Und er sagt so: Ich verstehe nicht, was meinst du damit? Zeig einfach, wer von diesen Charakteren ist für dich spannend, interessant, schön.
zeig mit dem Finger auf diesen Menschen. Er zeigt, okay, zum Beispiel dieser Mensch ist sehr interessant in der Geschichte, den finde ich super spannend. Sagt, willst du sehen, was in seinem Leben los war? Was er alles getan hat, gelebt hat? Und er sagt, ja, er hatte bestimmt ein tolles Leben, denn ich weiß, dieser Mensch hat tolle Projekte gemacht. Er war jemand, der für den applaudiert wurde, der alles von einem hatte, der wirklich charismatisch war und irgendwo stark und außergewöhnlich. Und ne, da, von dem möchte ich mal das Leben sehen in der Tiefe. Okay, halte dich fest. Und plötzlich, bam, öffnet sich dieses Buch und er zeigt ihm das gesamte Leben von diesem schönen, wundervollen Menschen nach außen hin. Und dann ist dieser Junge überrascht, der sich in seinem Traum befindet und ist richtig geschockt und sagt, das habe ich nicht erwartet. Das habe ich gar nicht kommen sehen, dass dieser Mensch auch diese Dinge getan hat. Hinter verschlossenen Türen und jenes und dieses. Und dann sagt der andere, und, verstehst du jetzt die Bibelstelle? Ich weiß nicht. Okay, komm, schauen wir uns noch einen Menschen an. Er zeigt auch noch auf noch irgendeinen Charakter in der Geschichte oder auf irgendjemanden da aus dem Freundeskreis oder was auch immer und sagt, von dem möchte ich das Leben sehen. Er zeigt ihm das Leben von diesem Menschen, er öffnet das Buch von diesem Menschen und da sieht man alle Etappen, alle Gedanken, alles, was der Mensch so wirklich getan hat, 24x7, solange er gelebt hat. Und der junge Mann ist schon wieder total durch und kann es nicht glauben und sagt, aber ich dachte, ich verstehe es nicht. Wie kann das sein? Er hat auch Schlimmes und Schlechtes getan. Das habe ich nicht gewusst. Und dann sagt der Mann zu ihm, verstehst du jetzt die Bibelstelle? Ja, jetzt verstehe ich sie. Jeder von uns hat gesündigt. Und nach außen kann alles schön aussehen. Doch innen drin und das, was wir wirklich alles getan haben, das sieht oft ganz anders aus. Also, das bedeutet 24x7 war nicht jeder von uns gut im Laufe des Lebens. Verstehst du jetzt, für was Jesus Christus gestorben ist? Verstehst du jetzt, was Liebe ist? Liebe springt für dich in die Kugel, obwohl du es vielleicht gar nicht verdienst. Liebe deckt dich zu und gibt dir einen heißen Kaffee, obwohl du es vielleicht gar nicht verdienst. Die Liebe geht wirklich bis ans Äußerste und stirbt für dich auf dem Kreuz. Das ist Gott. Und jeder von uns hat gesündigt. Wir brauchen alle Gnade, wir brauchen alle Liebe. Und das ist das, für was das Kreuz steht. Wir haben gute Eigenschaften in uns, wir haben auch Tolles getan. Aber das ist nicht alles. Wir haben auch alle irgendwas getan, was nicht so cool ist. Und wir tun nach wie vor Sachen, die nicht immer cool sind. Das Leben ist auch nicht immer einfach, nicht wahr? Und doch gibt es da einen Gott, der uns wirklich liebt und für uns stirbt und aus dem Tode aufersteht. Das ist Jesus Christus. Hier werden keine halben Sachen erzählt, sondern wirklich pure Wahrheit. Weil das ist das Wort Gottes, inspiriert, gewirkt durch den Heiligen Geist. Und das wollte ich auch damit sagen, mit diesen 5 Minuten, wenigstens 5 Minuten gebe ich Gott, wenigstens 5 Minuten und sage Gott, ich will. Und weil ich das getan habe, weil ich etwas erlebt habe mit Gott, was überragend groß für mich war, Gnade, Sündenvergebung, habe gemerkt, dass Jesus real ist, weil ich mich auf die Bibel eingelassen habe, fällt es mir auch so leicht, diese Dinge zu schreiben. Und doch schreibe ich nicht von oben herab, sondern von ganz unten. Zu dir, Mensch, nach oben. Hey, wer auch immer du bist, hallo. Ich bin einer wie du. Komm, lasst uns gegenseitig die Hand reichen. Komm, lasst uns einander erziehen, wie Gott wirklich ist. Komm, lasst uns einander wissen, warum es sich lohnt, 5 Minuten in Gott zu investieren. Und zu sagen, Gott, ich will, ich bete dich an. Ich möchte das Kreuz, das Evangelium, ich möchte Christus. Vielleicht stimmt das ja. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern gerettet wird. Ich weiß nicht alles über Christus. Ich bin noch ganz am Anfang. Ich weiß nicht alles. Aber ich freue mich, dass ich einfach diese 5 Minuten aufgebracht habe in meinem Leben. Jetzt ist sozusagen alles gut geworden, auch wenn das Leben manchmal noch immer schwer ist. Und nicht einfach. Und ich scheitere. Aber ich bin nicht mehr allein unterwegs. Durch dieses Ich bin nicht mehr allein unterwegs, habe ich auch die Erkenntnis, Jesus Christus ist bei mir. Auch wenn ich mal nichts fühle. Und irgendwie wird es weitergehen. Und irgendwie finde ich Gründe, dankbar zu sein. Und das wünsche ich dir auch. Du bist wundervoll und wertvoll, weil Gott dir dein Leben gab. Ja. Vielleicht kann man greifen, was ich sagen wollte. Einen schönen Abend. Ciao.